Ja, Leute, jetzt sind wir hier im Wald und ich steige mal gerade aus, weil ich gerade hier auf dem Weg zum nächsten Portalkammer an so einem Container hier vorbeigekommen bin. Und da habe ich mal gedacht, ne, sprengst du den mal gerade. So, Luft haben wir wieder. Sprengen und weg. Mal schauen, ob wir diesmal was Besseres kriegen wie beim letzten Mal. Ne? Ein Exoship. Diesmal gibt es zwei. Rucksack ist voll, super, ne? Biomasse haben Okay, das wir. war jetzt, Ja, ich glaube, eine Biomasse könnte ich vielleicht noch mitnehmen, aber hier ist ja auch noch zum Scannen. So, da haben wir hier wieder eine Portalkammer. Die sieht ein bisschen eingebaut aus diesmal im Gelände. Aber naja, das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Schauen wir mal, was hier geht. Wir brauchen den erstmal. Den stellen wir schon mal dahin. Wir müssen wieder mit dem kleinen Drucker arbeiten. Ich habe unterwegs einmal schon mal Harz irgendwo eingesammelt. Stellen wir gerade da hin. Den packen wir da drauf. Den schließen wir da an. Machen wir den an. Und gucken, wie weit der noch läuft. Ne? So, jetzt ist nur die Frage, ich sehe hier nichts. Okay, ist aktiviert. Das heißt, den können wir ausschalten. Und den nehmen wir wieder mit. Fertig. Kammer ist aktiviert. Jetzt sollten wir gerade mal ein bisschen was freigraben hier, damit wir sehen. Auf ins Auto und letzten Punkt gesucht, ne? Oder? Ich sehe gar keinen. Ja, Norden ist natürlich woanders, ne? Aber Norden ist ja hinter mir, das heißt, ich könnte auch da lang fahren, oder? Macht vielleicht mehr Sinn. Jetzt zeige ich den Norden. Ach so, das ist hier der. Wir fahren immer um den Nordpol rum, sozusagen. Der ist hier, das ist hier Norden. Was ist denn hier dann falsch? Weil wir haben doch da jetzt noch eine Betrachtung gehabt. Und dann muss ich den hier freischaufeln. Tja. Ist das das Problem? Weil er zugedeckt ist? Nee, ne, oder? Glimmt aber doch so, genau. Jetzt haben wir keine Energie mehr. Super. Rucksack wieder auffüllen. So, das heißt, aber dass ich hier wieder dunkel. Ja, aber das bringt ja auch nichts hier. Also dies ist der Nordpol im Endeffekt. Warum da der Norden jetzt nicht aktiviert ist, ist dann die Frage, ne? Aber das ist doch hier der Norden. Tja, ist komisch, ne? Ich komme noch nicht hinter. Ich kann ja überall hin, ne? Bis auf diesen hier. Heller Schnittpunkt. Heller Schnittpunkt. Heller Schnittpunkt. Heller Schnittpunkt. Heller Schnittpunkt. Und hier steht Ursprungsschnittpunkt. Dunkler Schnittpunkt. Ja, ne, wenn man hier am Norden ist und dann kann man hier auch auswählen, ne, und dann kann man den Norden nicht, weil man ist ja im Norden. Deswegen kann man das auch nicht aktivieren. Ist ganz einfach, ne? Ich sag mal, wir gucken in der nächsten Folge weiter. Dann müssen wir halt in den Schnittpunkt hier irgendwo dunkler Schnittpunkt, die innere Erhebung, den werden wir dann machen müssen. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Ja, hallo, jetzt sind wir hier unterwegs in dieser Mission. Ich bin gespannt, wie es wird. Vielleicht muss ich da jetzt auch eine Folge durchziehen und da mehrere rausschneiden. Wir müssen mal schauen. So, jetzt sind wir hier in so einem Da Städtchen. hinten Da ist ein Kreuz, da sollen wir machen. Gehen wir ein bisschen hier Richtung Deckung. Wo sind die denn, die Verletzten? Okay. Was ist das für ein Gebiet? Da kommen die Roten oben, oder was waren das für welche? Können wir den mal schießen? Wir haben Toten. Und das ist auch noch unser Heiler, ja. Oh Mann, ey. Die treffen ja kein Scheunentor, oder? Wir hätten auch mehr in Deckung gehen müssen. Ja, ich denke mal, wir sollten in Deckung gehen, ne? Das war wohl besser. Im Nahkampf haben wir sie erwischt, oder was? Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Handgranaten. Unerreichbar abgeschlossen. Postarám se o to, pane. Zaměřuju. Jdu do útoku. Dobré. Keď teraz máme tu hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Ja, das war nicht so ohne, ne? Počúvam. Vaše rozkazy, pane? Jasná vec. Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme. Ich habe das Video hier mal gecuttet, weil das war dann doch länger, als ich gedacht habe, dass das da in einer Folge reinpasst, ne, in den 5 Minuten. Vielleicht muss ich sogar aus der einen Folge 3 mal 5 Minuten machen. Mal schauen, wie es ist. So, da sind wir wieder bei unseren Bibern, die jetzt hoffentlich erstmal das Wasser hier auffüllen werden.
1 von 15. Ich glaube, wir können wieder eine Spielstufe hier schneller machen. Ja, 2 Wasser. Okay, Wasser wird jetzt ein bisschen gefördert. Wir müssen aber schauen, dass wir den Damm hier fertig kriegen. Da fehlt aber noch einiges an Rohholz. Baustelle fallen Materialien. Okay, das wegen den Fässern. Da fehlen auch Materialien. Was macht denn das? Dieses hier ist klar. Und hier wachsen aber schon welche, oder? Da wird auch gefällt. Ja. Die Kiefern werden jetzt produziert, dass wir sie nutzen können. Hier ist jetzt Holz hingekommen, aber da fehlt noch was. Wird aber schon gebracht. Die Kiefern werden jetzt hier fertig. So, jetzt ist der Damm gebaut. Es läuft nichts über und wir werden hier wahrscheinlich ein bisschen Wasser gerettet kriegen. Ah, das können wir nicht erreichen. Dann kann sie es auch gleich abreißen. Jetzt werden hier die Wasserkessel hoffentlich gemacht und hier wird auch Wasser geschöpft. Das ist auch gut, aber es muss mehr werden. So, jetzt trinken sie gerade alle und es ist schon wieder sofort alle. Das heißt, wir brauchen eine weitere Wasserpumpe. Hat anders keinen Sinn. Dann machen wir sie da halt hin, ne? So, und dann Wegpunkt, Treppe. Machen wir da die Treppe hin. Ja. Und dann den Weg. So sollte es besser sein, oder? Kein Wasser, kein Wasser. Nirgendwo ist Wasser. Das ist schlecht. Machen wir da noch 2 hin. Mal gucken, wie es wird. Was sagt er? Keine Güter ausgewählt. Okay, da muss noch Wasser rein. So, jetzt wollen wir hoffen, dass da ein bisschen mehr Wasser jetzt kommt. Also mehr nicht, sondern ne, die größere Menge. Wie sieht's denn mit Essen aus? Auch mager, ne? Keine einzige Möhre da. Priorisiert ist nichts. Bären sind 11 Stück da. Vielleicht sollten wir noch ein Lagerhaus bauen für die Bären. Passt schon, dann können wir mal die Bären jetzt auswählen. Wo sind sie? Da. Weil die haben wir noch nicht. So, hier können wir Wasser auswählen. Da können wir auch schon Wasser auswählen, genauso wie da auch. Und dann wollen wir hoffen, dass das Wasser auch zusammenkommt. Aber hier ist, glaube ich, was drin. 5 Liter. So, was wollen die denn hier noch alles so haben? Abgebrochene Zähne, aber wir brauchen Schleifstein oder sowas. Erfinder haben wir. Wohlbefinden, da müsste das bestimmt bei sein. Lagerfeuer haben wir überhaupt noch nicht gebaut, ne? Machen wir das doch mal. Und hier ist der Schleifstein. Den bauen wir da mal hin. Lagerhaus. Was ist denn da drin? Ach, da sind auch schon 200 Bären drin, okay. Das habe ich nicht gesehen. Oder was hatten wir hier eben? Ne, Sonnenblumenkerne machen wir mal vielleicht. Ja. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Hier ist nichts drin, hier ist 19. Hier sind 4. Da ist überall nichts. Hier ist aber voll oder fast voll. Okay, das geht schon mal. Komm mit dem Wasser ein bisschen voran, ne? Nutzpflanzen anpflanzen. Sonnenblumen. Würde ich jetzt mal hier anpflanzen. Weil die sind ja vielleicht auch zu gebrauchen, ne? Sammlerfahne priorisiert nichts. Mal gucken, ob die das auch alles anpflanzen. Wenn die das alles anpflanzen, dann können die das auch alles ernten.
Hallo Leute, ja, wir sind hier bei Dave the Diver und wir können wohl noch einmal ins Wasser springen. Vielleicht sollten wir das nochmal tun, bevor wir da los sind. Also wir brauchen nochmal ein Seil und Schrott. Wir müssen nur aufpassen, ne? Bei 30 Meter ist hier schon Ende. Was ist das hier? Fluchtkapsel. Neuer Inhalt. Verwende die Fluchtkapsel, um so schnell wie möglich zu deinem Boot entkommen zu können. Überprüfe zuerst deine Umgebung, damit rufst du etwas in Anspruch nimmst. Okay. Und da ist der Knüppel drin, der elektrische oder was das war, ne? Schockschlagstock, genau. Ja, wir sind schon unter normaler Tiefe. Das ist also schon mal schlecht. Ah, da ist schon was wir brauchen. Das Seil haben wir schon. Jetzt brauchen wir nur noch Schrott. Da ist einmal Sauerstoff. Aber tiefer müssen wir halt gucken, ne? Da oben gibt es auch nochmal Sauerstoff, aber hier unten ist eine Kiste, die wollte ich erstmal gucken. Und da ist ein Ausrüstung gefunden, Schwert. Ach, dann bleibt das andere liegen. Ne, ich glaube, der Knüppel, der ist mir besser. Kann ich hier auch was machen? Was ist das denn? Ach, Kupfererz, okay. Gucken, ob wir da. Ah, er hat uns entdeckt. Mal weg. Ich denke schon, oder? Wir können aber noch einiges tragen. Ach so, wir waren einmal auf dem Boot, ne? Dann entlädt er vielleicht. Das könnte natürlich sein, ne? Ihr könnt es lesen, ne? Ich zeig dir, wie du mit diesem Material einfach Umschlagsgewehr bauen kannst. Lade jetzt zuerst Duff's Weapon-Shop auf deiner Handy runter. Es ist optimiert sozusagen Nummer 42 MB. Escape muss man dafür drücken, okay. Da ist der Waffenshop. Und dann herstellen. Hast du alle Materialien gesammelt? Gut, jetzt stellen wir daraus eine neue Waffe her. Ganz toll. Ja, jetzt haben wir ein einfaches Unterwassergewehr. Okay, Tour 3, Sonntag, 2.10., 21 Grad bei Sonne. 3 Stunden 29, 3 Minuten 29 unter Wasser, 33 Meter Tauchtiefe gefangen, Nummer 3 gefunden, Nummer 6. Das da unten ist das. Gelber Segel Dr. Fisch haben wir da, 6 Fleischstücke davon. Ja, So, jetzt müssen wir zu Gonzo. Auf zur Sushi Bar. Nee, öffnen wir ihn noch nicht. Ich muss erstmal das Menü erstellen, oder? So. Wir können hier auch veredeln. Okay, Veredelung wurde abgeschlossen. Kardinalfisch, Sushi. Könnten das wahrscheinlich nochmal veredeln, oder? Stufe 4 ist das jetzt. Das gibt dann 5 Taler oder was. Und vorher gab es 4. Lecker ist es 40. Das letzte weiß ich nicht, wofür das gut ist. Wir machen es nochmal. Achso, das haben wir jetzt wahrscheinlich. Und jetzt können wir es nicht mehr veredeln. Alles klar. So, weitere Veredelung. Hier würde ich noch was machen wollen. Paletten Dr. Fisch. Der bringt uns jetzt 13 ein bei 55 Zufriedenheit. So, das sollte auch erst reichen, ne?
Ja, wieder in Songs of Sys. Und ja, wir haben hier den Marktstand fertig, wir haben die Feuerstelle fertig und wir haben auch einen Brunnen fertig. Das heißt, wir haben hier wieder ganz viele schöne Sachen für die gemacht und damit sind die dann happy. Dienstleistungen können wir hier sehen. Ne? Feuerstelle 72, Brunnen 61. Ich hätte gedacht, das wäre mehr. Der Essensstand hat noch 0%. Könnte auch sein, dass es vielleicht noch zu frisch ist, dass die das noch nicht angenommen haben. Gut, wir bauen jetzt hier das Lager und im Lager wollen wir dann hoffen, dass wir da vielleicht mal Dingens unterkriegen. Sag schon, Gemüse oder was hat man gesammelt? Ich glaube, Gemüse hat man gesammelt, genau. Das muss ja irgendwo sein und das muss ja irgendwo auch dann reinkommen wahrscheinlich. Was er hier macht, weiß ich nicht. Instandhaltung, der macht, hält den Weg in Stand, der da hier am Haus vorbeigeht. Aber eigentlich ist das ja gar nicht unser Glaube, ne? Egal, hier wird auf jeden Fall noch Dingens gemacht, das Lager. So, Lager ist auch fertig. Jetzt müssten wir mal gerade gucken, dass wir hier eine Kiste für Gemüse vielleicht freigeben. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, eine Kiste für Gemüse. Jetzt ist nur die Frage, ob sie da was reinbringen, ne? Hier gibt es wohl wieder neue Leute, oder wie sehe ich das? Einwanderer 2. Sollen wir die reinlassen? Ja, komm, ermächtigen. Gut, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Kurz gespeichert. Ah, das Feld hier wird bestellt jetzt. Sie haben tatsächlich 7 Äpfel wohl. Gut, hier am Essensstand passiert wohl schon was, ne? Ja. Kann ich da noch was sehen? Achso, die Abdeckung kann ich da sehen, ne? Ja, da ist abgedeckt und da ist abgedeckt. Die Abdeckung wird komisch angezeigt, meines Erachtens. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Häuschen bauen für, sag schon, die Neuankömmlinge, glaube. Lass uns das mal hier oben drauf machen. So. So. Und so, dann haben wir 3 Stück. Jetzt sollten wir uns mal um den Zimmermann kümmern. Den würde ich jetzt hier hinten irgendwie hinbauen wollen, ne? Machen wir mal so. Brauchen Lager, okay. Kann man das vergrößern? Ja. Mal so ein Lager machen wollen. Okay. Werkbank. Oh, die ist groß. Die würde ich mal so hinbauen. Und dann gibt es hier noch eine Hilfswerkbank. Die würde ich dann hier so hinbauen. Ich hoffe, das passt so. Eingang würde ich dahin machen wollen. Ja, sollte funktionieren, oder? Irgendwas tut sich hier, aber was, weiß ich noch nicht. Da sitzt einer ganz gemütlich am Feuer und wärmt sich auf. Hier kann man nichts kaufen zurzeit. Und die sind hier am Häuser bauen, was ja auch richtig ist. So, die letzten Arbeiten hier noch. Der Boden wird gemacht. Hier muss noch einer was machen, oder? Jetzt sind sie weg. Gut, jetzt sieht es so aus, als ob da welche wohnen können, oder? Der Pöbel kann da wohnen. Passt erstmal. So, dann gucken wir mal, wo die anderen sind. Hier wird geschneicht. Schläft denn hier einer? Nee. Hier unten sind sie jetzt am Zimmermann machen, ne? Der wäscht sich. Okay, dafür sind die Brunnen schon mal gut. Achso, wir können mal reingucken, wie die Dienstleistungen denn so jetzt sind. Okay, Essensstand ist jetzt 62. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht, ne? Feuerstelle 73, Brunnen 64. Hm, komisch, dass das nicht besser ist. Zufriedenheit und Loyalität sind gute Werte. Hier aktuell 100 und da 96, da können wir mit leben. Bevölkerung hat wohl irgendwie zugenommen, klar. Dienstleistung hatten wir schon. Umwelt, ja, das sieht auch gut aus. Religion, naja, da müssen wir auch noch dran arbeiten, ne? Die brauchen irgendwie so einen Schrein oder sowas, ne? Schrein ist Admion. Schrein ist Krator.
Schrein des Schmalor, Schrein für Arturi und Stadtschreiber.